Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever mit dem Truck Fever Let's Play. Zwischen dieser Folge und der letzten Folge ist diesmal nicht so viel Zeit vergangen. Eigentlich nur 2 Tage oder fast 3 jetzt mittlerweile. Und ich habe mir zwischendurch sogar nochmal das Spiel angeschaut. Also ich habe nochmal die Karte geladen und mir nochmal so angeschaut, was da als nächstes so drankommen könnte. Und mir sind 2 Sachen aufgefallen. Erstens, in El Monte haben wir immer noch nicht alle Straßen geupgradet, die wir upgraden können und sollten. Und zwar, ja, hier im Prinzip alles das, was Straßenbahn hat. Hier, das könnte man, wir könnten hier sogar noch eine große Straße bauen, aber das ist ein bisschen übertrieben. Außerdem passt das mit dem da nicht zusammen. Außerdem, das reicht ja hier eigentlich auch. So, da müssen wir unbedingt, hier ist die Frage, ja, das ist so eine. Die möchte ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen größer machen, und zwar dort, wo die Straßenbahn lang geht. So, dann geht die Straßenbahn noch hier lang. Ja, das sollte auch größer werden. Sieht jetzt natürlich ein bisschen komisch hier aus, das muss ich zugeben. Aber das ist schon in Ordnung so. Die Alternative wäre dieses Gebäude abreißen, und ich glaube, das kostet ein bisschen was, oder? Ja, das muss nicht sein. Dann lebe ich lieber damit. Und was war noch hier oben irgendwo? Genau, wir hatten hier sowas ausgebaut. Und hier hat man es ausgebaut, aber das Stückchen hier dazwischen, das fehlt irgendwie noch. So, glaube ich zumindest. Große Straße, extra große Straße. Okay, das ist anscheinend doch schon. Hier das kleine Fitzelchen dazwischen. Natürlich fehlt das. So, okay, dann sah das nur so aus. Aber im Prinzip können wir auch gleich mal das hier mit erweitern, wenn wir eh schon dabei sind. So, hier würden wir im Prinzip alles ein bisschen kleiner machen. Das hier auf jeden Fall. So. Bau nicht möglich. Das ist aber schade. Warum? Also das kleine Stückchen geht und hier, das könnte wegen der Haltestelle hier sein. Obwohl das wirklich ein bisschen sehr bescheuert aussieht. Ha. Reiße ich das jetzt ab? Nur damit wir hier das Stückchen ab... Natürlich mache ich das so. Also bitte. Ich habe schon vorher nichts gekannt. Warum soll ich denn da jetzt irgendwie Rücksicht nehmen? Ach so, na toll. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass... Steigung zu groß und... Vielleicht wollte er deswegen das nicht upgraden, weil der hier schon die etwas größere Straße macht. Dann machen wir das doch lieber klein und gucken mal... Nee. Ich will das eigentlich schon so gerne so groß haben. Von mir aus sogar das hier dann. Dann ziehen wir das eben so durch. Wie viel kostet dieses Gebäude? Ach komm, weg damit. So, sehr schön. Ja, sieht ein bisschen eckig hier aus, aber da kommt ja gleich wieder unsere Haltestelle hin. So, die mit Tramgleisen elektrifiziert. So. Das wird die Linie so ein bisschen durcheinander schütteln, aber insgesamt ist es in Ordnung. Hier haben wir noch eine Straße, das ist so eine kleine Straße, aber ich würde sagen, das lassen wir. Das hat so ein bisschen was von dieser, ich sag jetzt mal nur Straßenbahnstraße. Das stimmt natürlich nicht wirklich, hier können auch noch Autos langfahren. Aber ich zähle das jetzt mal unter Schönbau, das da zu lassen. Mehr oder weniger. Nun ja, das war Sache Nummer 1. Und Sache Nummer 2. Wir haben jetzt noch relativ viel Geld und eigentlich hatte ich vor, jetzt noch so Stück für Stück hier die Linien weiterzuführen, die wir letzte Folge gemacht haben. Und dann LKWs draufzusetzen. Allerdings haben wir ja noch jede Menge LKWs. Teilweise noch richtig alte LKWs aus... aus den Zeiten, wo... diese LKWs noch nicht geteilt waren. Genau hier, das hier meine ich zum Beispiel. Die sollten jetzt etwas älter sein. Naja, 20 Jahre geht schon. Aber die können wir jetzt alle ersetzen. Ausnahmslos können wir jetzt eigentlich alle ersetzen. Damit ich einen besseren Überblick habe, gucke ich mir mal die Linien lieber hier an. Obwohl, so viel mehr Überblick habe ich dann auch nicht. Doch, ich sehe hier anhand der kleinen Bildchen, dass das LKWs sind, das sind Busse und hier, das sind Straßenbahnen. Ja, es ist natürlich ganz schön viel. Das muss ich zugeben. Und wir können ja mal anfangen, das zu ersetzen. Also wenn wir aus dir jetzt hier den großen Truck machen und sofort ersetzen klingen, da kostet das schon mal 8 Millionen. Einfach so. Okay. Und das Spielchen zieht sich dann durch praktisch alles. Wir können ja mal einfach nur so gucken, was du kostest. Auch 8 Millionen.
Wie alt sind denn die Fahrzeuge? Erst 17 Jahre alt. Die Linien machen ja eigentlich auch ordentlich Gewinn. Jede für sich. Naja, fast bis hier auf die Trams. Aber das ist logisch. Also fast logisch zumindest. Hier macht was richtig gut. Achso, das ist die Transferlinie. Ja, die Transferlinie zum Beispiel, die hätte ich schon gerne ersetzt. Dürfte auch nicht so teuer sein. So viel dazu zum Thema, das dürfte nicht so teuer sein. Aber, hui. Es ist schon eine ziemlich kostspielige Investition. Das muss ich zugeben. Da bin ich ja fast versucht, dann lieber doch noch ein bisschen hier weiter Linien zu verteilen, aber das wird dann auch nicht unbedingt günstiger. Wir sollten vielleicht nochmal hier auf die Raten gucken von den Linien. Achso, ich habe entdeckt, hier stehen jetzt mittlerweile auch die Raten da. Also hier der Durchsatz von Waren pro Haltestelle in einem Jahr. Und da kann man ja ungefähr abschätzen, zum Beispiel hier Lebensmittellieferung nach El Monte, New Haven und nach Billings. Hier haben wir Billings. Und da kommt zum Beispiel 117 Nahrungsmittel an, zumindest nach dieser Zahl. Ungefähr in der Realität sind es 80, das schwankt so ein bisschen. Und die Stadt kann aber gut und gerne über 200 verbrauchen. Also ich glaube, das ist okay, wenn wir hier so einfach rücksichtslos alles ersetzen. Das wird einige Sachen richtig hochpushen und andere... das wird einiges zumindest durcheinander bringen, sagen wir es mal so. Was ich auf jeden Fall machen könnte, wäre die Stein- und Baumateriallinie. Die hier. Die würde ich schon gerne durch den LKW ersetzen. Also hier durch den richtigen Twacker. LKWs sind es ja schon 16 Millionen. Wisst ihr was, das machen wir jetzt einfach. Das war jetzt Salem-Taxton, also die untere Linie. Und das hier ist ja, ich sag jetzt schon mal, fast das Historische. So. Ich kann es mir gerade und gerade nicht leisten. Und Kredite nehmen wir im Spiel nicht auf, da bleibe ich hart. Hier haben wir auch nochmal was. Ach so, viel Lebensmittel. Ach ja, das war ja, weil hier auch noch Getreide, theoretisch Getreide geladen werden kann. Wenn wir dich ersetzen wollen, 50 Millionen. Aber das macht ja Sinn, das ist ja eine riesengroße Strecke gewesen. Oh, wie soll ich denn das finanzieren? Ich glaube, wir haben schon wieder ein längerfristiges Ziel. Unsere ganzen alten Linien zu neuen Linien ersetzen. Da macht es eigentlich nicht mal wirklich Sinn, das, was wir gerade gemacht haben mit der Baumateriallinie. Beziehungsweise dann, also wir hatten jetzt eins ersetzt von denen. Und zwar, das müsste man doch relativ, ja genau, hier. Also alles, was von Taxton aus losgeht. Ich gehe mal nach Taxton. So, hier sollten wir dann die einzelnen Baumateriallinien dann auseinanderhalten können. Karlsbad, Salem und Taxton selbst. So, macht Sinn, euch zu ersetzen. Achso, das war ja das hier mit den 8 Millionen. So, sofort ersetzen. Obwohl, das geht. Mal gucken, was es hier kostet. Okay. Und... aber gerade so. Also wirklich ganz, ganz knapp die Geschichte hier. Und dann ist noch die Frage... werde ich die Städte dann nicht überliefern? Also werde ich dann nicht gnadenlos mehr hinliefern, als die Städte eigentlich fassen können? Hier bei Salem auf jeden Fall. Also da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Karlsbad eventuell? Ja, selbst da nicht. Eigentlich war das schon perfekt ausgeglichen. Eigentlich. Aber es gibt keinen Grund, nicht einfach noch mehr hinzuschicken. Warum denn nicht? Ach ja. Das ist eigentlich schon eine Fehlfolge hier. Naja, ich könnte es immer noch als Fehlfolge hochladen. Ich glaube, vom Truck Fever Let's Play hatte ich noch gar keine Fehlfolge. Ich glaube, das hat von Anfang an super geklappt und war immer sofort und sofort perfekt, soweit ich mich erinnern kann. Aber ich glaube, jetzt geht's in die Hose. Jetzt dürfte es sehr bald sehr deutlich in die Hose gehen, denn wir können ja nochmal die Linien aufmachen. Und genau, hier die Steinbaumateriallinie mit... Achso, es. Die da. Wo guckt man denn danach? Am besten auf die Finanzen von allem. Also mit dir fängt es ja an. Und hier machen wir mal die Finanzen der drei Städte hin. Na, kriegt man das noch schöner hin? Ja, okay, das reicht ja eigentlich auch. Da haben wir ja alles ungefähr im Blick.
Setz mal Salem noch da unten hin, dann haben wir es geografisch sogar einigermaßen korrekt. Karlsbad ist ja hier oben. Taxton setze ich mal hier hin und Salem hier so in die Mitte. So, das reicht ja. Und dann, Zeit ist ja schon auf Maximum, dann gucken wir mal an, wie sich die Linie hier entwickelt. Ist das? Ja, genau. Hier sehen wir dann auch die neuen LKWs, die wunderschön ausgebremst werden durch alte LKWs. Ja, hier zum Beispiel durch die Lebensmittellieferung. Also wenn wir sowas machen, dann müssen wir es eigentlich komplett durchziehen für alle. Der fährt 80 km/h, also der kann 80 km/h fahren. De facto fährt er 60, weil der hier 60 fährt. So, jetzt fährt er woanders hin und überhaupt, wo fährst denn du lang? Also ich meine jetzt nicht den hier, der fährt jetzt immer noch relativ langsam, weil die Straße komplett verstopft ist. Ich meine jetzt hier der andere Kollege. Ach so, hier, das ist in Ordnung. Das ist okay. Oh, guckt euch mal die Betriebskosten an, die explodieren ja förmlich. Und ja, hier, das macht schon pleite. Also, nicht pleite, aber das geht schon ins Minus, meine ich. Hier ist es noch in Ordnung, aber das ist auch nichts Langfristiges, weil langfristig... Nein, ich will den Namen der Stadt anklicken, bitte. So. Langfristig wird das hier auch irgendwie in die Hose gehen, habe ich so ein Gefühl. Zumindest machen wir jetzt richtig viel Geld wieder. Aber guckt euch mal diesen Stau an. Ja, das sind auch die ganzen alten Fahrzeuge. Hier müsste auch irgendwas die Spur wechseln. Das stört auch noch. Ah ja, hier sind unsere Straßenbahnen im Weg. Hui. Wo fahren die denn überhaupt so lang? Im Prinzip... Ah, hier wollen die alle hin. Ja, im Prinzip kann ich diese Straßenbahnhaltestelle überhaupt nicht gebrauchen. Und diese Bushaltestelle, so wie sie jetzt gemacht sind... Ja, wem ist es denn sinnvoller? Im Prinzip wieder eine Umgehungsstraße. Im Prinzip von hier lang. Westvale, Westfleet. Ah, jetzt haben wir den... Ja, den... Das Eisenbahn-Ding komplett. Mal sehen. Im Prinzip von hier aus. Irgendwie so lang. Das ist eh nicht möglich. Ziehen wir mal eine gerade Straße so entlang, dass die hier drin mündet. Kreuzt du dann mit dem Tunnel da drin? Von der Grafik her ja. Das wollen wir eigentlich vermeiden. So im Prinzip. Ja, Terranangleichung nicht möglich. Das ist ja erst einmal egal. Es geht ums Grundprinzip. Also, dass ihr hier praktisch die ganze Stadt in Ruhe lasst und relativ kurzfristig erstmal hier wieder reinkommt. Und das hier, das geben wir der Stadt zum Fraß. Hm. Im Prinzip müssten wir da hier abreißen, damit wir hier ordentlich drankommen. Mehr oder weniger. Ich werde die Terranangleichung ist nicht möglich, weil ich da irgendwie... Genau, Steigung zu groß. Kollision. Irgendwie schade. So, jetzt hat man ein bisschen Zeit verprasst. Wie sieht's denn aus? Also das hier ist gar nicht mehr so schön. Es macht immer noch insgesamt Plus. Selbst das hier macht noch Plus, obwohl hier ein Minus steht. Na gut, nee, das ist ein deutliches Minus. Wie macht man denn das hier? Gucken wir uns das Ganze mal von der Seite an. Also hier durch den Berg durch. Im Prinzip müssten wir dann vielleicht schon... Ich glaube, hier habe ich einfach bloß so eine Landstraße, eine ehemalige, nur groß gemacht. Das ist viel zu kurvig für Straßen, die ich sonst so selbst lege. Im Prinzip müssten wir dann von hier aus gleich mal irgendwie hier über diesen Berg quer drüber, gerade hierzu rein. Gehen mal von hier aus und gucken uns das Ganze an. Wir lassen uns jetzt nicht von dieser Straße stören. Und auch nicht von diesem Tunnel. Das sieht okay aus. Und ich kann mich irren, aber ich glaube, dass... Genau, der eine Tunnel führt über den anderen. 3 Millionen ist jetzt auch nicht die Welt. Ja, ja, lass mich in Ruhe mit diesen Warnungen. Das hier kann man ja noch ein bisschen anpassen.
So sieht es doch erstmal nicht schlecht aus. Und hier nehmen wir noch ein bisschen was weg. Versuchen mal... Ja, Steigung zu groß. Es ist allgemein ziemlich groß, die Steigung hier. Und eine neue Lok, die interessiert mich nicht. Gleise interessieren mich auch nicht. Auch nicht möglich, Kollision, Steigung zu groß. Man sieht schon ziemlich deutlich, dass das hier ziemlich heftig ist, diese Steigung. Oh Gott, das sieht einfach alles furchtbar aus. Eigentlich will ich gerne, dass du da dran gehst. Vielleicht mit einer etwas schmaleren Straße. Dann geht's. Ich hätte schon gerne die richtig dicke. Eventuell ist dann auch dieses Depot im Weg. So geht's auch. Komm, jetzt setzen wir das so, das weg. Und ein Großteil der Linie führt jetzt hier lang. Das ist ja, was ich wollte. Da lohnt sich dann das auch, weil... Na komm, hier ist ein großer Staupunkt entfernt worden. Dafür haben wir jetzt hier einen neuen. Und 65 Millionen. Wie sieht's allgemein aus? Ja, okay, das ist ein Minus geworden. Ja, das geht auch in die Brüche. Also ich glaube, insgesamt macht das schon Sinn, diese großen LKWs zu benutzen, aber weniger davon. Also guck mal, wenn der Gewinn macht, dann macht der ordentlich Gewinn. Aber der transportiert gerade bloß 3 Steine, das ist albern. Für 3 Steine brauche ich keinen großen LKW. Der hat der kleine LKW gereicht. Also würde ich sagen, ich verfolge mal meinen alten Plan wieder. Und wir bauen wirklich erstmal die kompletten neuen Industrien aus. Werden da dann auch die neuen Trucks benutzen. Und die alten, da warten wir noch ein bisschen. Die funktionieren ja noch. Wir lassen es einfach einmal gut sein mit denen. Eventuell kann man ja dann solche Späße machen, wie zum Beispiel hier den neuen einsetzen. Und hier automatischer Ansatz rein. Wäre auch eine Idee. Wie lange hält denn so ein LKW? Die sind so ungefähr 20 Jahre alt und die können bis 25 sein. Naja. Okay, dann geht's in 5 Jahren dann richtig los. Ich sag jetzt mal in 5 Jahren, dann haben wir das Geld wahrscheinlich dann auch wieder drin. Also, ja, hier hat man ja ordentlich was ausgegeben und dann sind so unsere Einnahmen ein bisschen geschrumpft. Aber sonst machen wir so ungefähr um die 30 Millionen im Jahr plus. Das ist ungefähr eine Auswechslung. Wie viele Linien haben wir jetzt mittlerweile? Achso, ja, das ist das Problem, wenn man seine Linien benennt. Da steht dann nicht irgendwo, so viele Linien hast du. Moment mal, kann man es hier vielleicht abkennen? Ne, hier steht auch keine Gesamtzahl an Linien. Vielleicht steht das irgendwo, ich weiß es gerade nicht. Okay, ja, ich starte das Spiel nochmal neu. Ich werde das hier trotzdem hochladen, weil das ist vielleicht ein ganz wichtige Folge, um zu erklären, warum ich dann so und so handle. Und dann haben wir tatsächlich ein Let's Fail für das Truck Fever Let's Play. Ein bisschen schade. Ich war eigentlich ganz stolz darauf, dass ich das hier nicht notwendig hatte, aber ja, ich will ja ehrlich sein. Und zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass diese Folge existierte. Also von daher. Naja, aber die nächste Folge ist hoffentlich die richtige und ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen, für den Fall, dass ihr das überhaupt angeguckt habt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!